Herzlich willkommen zurück bei der Mana-Zuflucht und Sword of Mana. Wir haben im letzten Part leider unseren besten Freund, den besten Kämpfer, den wir je hatten, Marshall verloren. Und ja, jetzt geht es aber mal weiter. Was soll das? Ich lerne nochmal den Spielstand. Mana-Zuflucht. Der lebensspendende Wald. Der Mana-Tempel. Danke. Ja, bla bla bla, Alter. Endlich wird es spannend hier. Und das sind nicht nur nur zwölf Stunden. Aber ins Kaktushaus. Und wir gehen erstmal wieder hier lang. Ich bin noch überlegen, ob ich das hier ein Kaktuspart wieder mache. So ein Kaktushauspart. Wie zum Schluss auch Kohlpressum. Kohlpossum. Possum. Stachelmöhre. Stachelmöhre. Linienerbsen. Was ist das? Honigziebel. Nom 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 nom. So, nicht gleich vergessen, ab zum Baum. Fehlen zwei Samen. Langer Samen und runder Samen. Kleiner Samen. Großer Samen. So. So, zack, zack. So, mehr Samen haben wir leider nicht. Jetzt gehen wir mal zu Watts und schmieden ein paar Waffen. Schau, 25 Angriff, Angriffelement 50, 35. Dann nehmen wir mal lieber den hier. So, aber ich glaube, das mit den Waffen können wir auch lassen. Das Einzige, was wir machen können, wäre bearbeiten Waffen, mein Schwert. Bestätigen. Ja, das sieht doch gut aus. Boah, so, jetzt schmieden wir erstmal wieder so an sich ein paar Sachen. Sie kann anscheinend Hut gebrauchen. So, ein Helm komme ich jetzt mal wieder ins Spiel. Ach. Die sieht mal scheiße gut aus. Immer nur rechts auf die Werte gucken. Immer nur rechts auf die Werte gucken. Warte mal. Die sehen ganz gut aus. So. Stiefel. Und was mit ihr? Kann die auch irgendwas? Warte mal. Ne. Aber Robe kann die, ne? Ja. Gib mir die mal. Zack. Nein. Aber Rüstung. Oh. Das ist, glaube ich, besser. So, jetzt aber bearbeiten, Rüstungstyp. Da gerade Apfelsocken tatsächlich eklig. Okay, das können wir nicht bearbeiten. Ist auch nicht. Definitiv nicht. Auch nicht. Mein Helm vielleicht? Nein. Nur mein Brustkorb. Okay. Dann gehe ich definitiv Angriff. Nee, Abwehr ist das, aber egal. Ich würde ganz. Dann nehme ich lieber elementaren Abwehrmechanismus. Das war's dann auch. Ja, gut. Dann sind wir mit. Ist mir eine Freude. Den schon mal durch. Was gibt's hier noch? Auf dem Luftschiff, Alter. Wie viele Einträge hat der denn? 50 Stück? Ah ja, ja, da müssen wir noch ordentlich was machen. Speichern wir nochmal.
Nicht, dass nachher alles umsonst war. Oh. Oh, 180. 100, wie ich abgehe. Oha. Ich glaube, deswegen ist Sora immer so schwach. Wegen der Ausrüstung. Und ich auch gewesen. So, wo muss ich denn eigentlich hin? Fragezeichen. Okay, das sieht hier alles ziemlich gleich aus. Ja, lass mich raten, ey. Ich muss... Nee, das sieht hier neu aus. Komm schon. So. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos, weil ich nicht weiß, was ich sagen soll. Weil das ein bisschen neu für mich hier alles ist. Bin ich hier richtig? Tatsächlich, nach ein bisschen dumm herumlaufen, habe ich endlich den Weg irgendwo hingefunden. Der Wald wird absterben. Julius Magie wirkt sich sogar auf die Mana-Energie der Zuflucht aus. Schnell, wir müssen etwas tun, bevor Julius den Mana-Baum berühren kann. Wir müssen ihn aufhalten. Los! Wow. Aue! Oha. Geh weg! Ich krieg ganz schön aufs Maul. Da irgendwie lang, ne? Der wahrscheinlich nur geradeaus, oder? Oder wie lang? Sieht alles eigentlich nicht gleich aus, muss ich sagen. Das sieht hier aber richtig aus. Oh, Jesus Christus, ey. Nein, das sieht schon mal falsch aus. Hier fehlt noch mal Osalasam. Osalasam. Komm hier. Okay, da können wir nicht hochspringen. Oh, er hat mir voll gegeben, ey. Okay. Ich wollte gerade sagen, jetzt haut er mir voll eins aufs Maul. Es gibt ihm mir voll ein mit, ey. Wow. Massenschlachterei. Steinkorb, aua. Kommen wir jetzt aber noch zum Ende, ja, tatsächlich. Okay. So, ist noch eine Etage höher. Oh, ey, wie schwach sind die Gegner denn hier bitte? Oh meine Fresse. Wo bin ich hier denn überhaupt? Geschweige denn, wo muss ich denn lang? Hilf mir doch einer mal. Thank you.
Ja, ist klar, ist klar. Gold King, ist klar. Was für ein Rätsel. Was hat es wohl mit diesen Statuen auf sich? Okay. Das sind doch der richtige Weg war. Nee, das sieht mir danach dem richtigen Weg aus und das auf Julius Schatten. Und ich dachte, ich wäre zusammen mit dem Dime-Tom-Mutter gegangen. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass ihr die Mana-Zuflucht lebendig oder ja lebendig erreicht. Julius! Nun denn, lasst mich euch willkommen heißen. Komm, Demagon, Hüter der Zuflucht! Stopp! Der sieht big aus. Really big. Ah! Okay, ich habe jetzt nicht Start gedrückt. Ha! Okay, ich kann mich jetzt erstmal nicht bewegen. Hallo? Warum kann ich mich nicht bewegen? Ja! Okay. Ach so, muss man hier unten Er scheint sehr verwundbar an seinem Schwanz zu sein. Er hat Schwanz gesagt. Ja, schon wieder. Ich glaube, das sollte ich ausnutzen. Zack, zack. Das war der Hüter der Zeit. Und das sind ein paar Goldfische. Und das ist so eine mega neue, mega über Hyper Schildkröte mit Aura Flegel. Ja, geh mir nicht auf die Eier. Und wir sehen uns im nächsten Part. Im Mana-Tempel. Bis dann.